Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. In der letzten Folge, genau, heraus erstmal aus dem Spind. In der letzten Folge haben wir, oder sind wir in eine kleine, große Verbrennungsanlage, Fabrik eingebrochen, um, naja, eine Leiche zu schänden, indem wir ihren... Ist das ein Lagerraum? Nein. Indem wir... Oh, sorry. Indem wir der Leiche einen Ring abnehmen. Indem wir einen Ring klauen von einem Toten. Es ist nun mal unser Auftrag. Es gefällt uns nicht. Wir sind ja schließlich auch nur ein normaler Dieb. Und kein Grabräuber. Aber nachdem wir ein Jahr weg waren, wir müssen halt auch schauen, wo wir bleiben. Okay, jetzt ist die Frage, da hoch oder da runter? Okay, gehen wir mal hier unten durch. Das scheint ein bisschen unauffälliger zu sein, der Weg. Dann hier, was ist das denn für eine Tür? Das gefällt mir gar nicht, ey. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hasse ja solche Industriedinger oder sonst was. Es erinnert mich immer an den Film 13 Geister, wo die dann hier im Keller drin waren und alle tot waren und Geister und... Oh. Also ich persönlich bin ein Riesen, also wirklich ein Riesenschisser, was Horrorfilme angeht und auch Horrorspiele. Ich spiele und schaue sowas überhaupt gar nicht gerne. Und wenn ihr... Wir hatten allein diese Woche mehr als 100 Tote pro Tag. Ja, die Schwermut spült mehr Scheiße aus der Stadt, als es die Wache je könnte. Boah. Und inzwischen erwischt es auch die Reichen. Der General wird mit unserer Reinigungsarbeit sehr zufrieden sein. Reinigungsarbeit. Recht habt ihr, Herr. Guter Mann. Ich bin sicher, wir, die dir unsere Arbeit verrichten, ohne Fragen zu stellen, werden fürstlich. Also jedenfalls, wenn ihr denn mal ein Horror-Let's Play haben wollt von mir. Verletzungen an Augen und Ohren selbst zugefügt. Prellungen im Halsbereich. Was für ein Zeug? Lass dich doch mal reden. Ah, Glasscherben. Also wenn ihr da mal ein Horror-Let's Play von mir haben wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Schnitte am Handgelenk, vermutlich selbst zugefügt. Wenn ihr mich fragt, gleicht ein Toter dem anderen. Es ist lästig, aber die Feststellung der Todesursache hilft uns, die Ausbreitung der Krankheit zu beurteilen. Dobbs scheint auf einige Scheiße. Von ihnen geschossen zu haben. Vermerkt ihr das auch, Herr? Seid nicht so vorlaut, Wachmann. Das schlägt euch nicht zu. Geht lieber wieder auf euren Posten, bevor ich euch davon entbinde. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier auch nicht. Hör mal bitte auf, meine Seite zu gucken. Oh, da unten steht auch einer. Scheiße, okay. Der da drüben. Es wird spät. Aus dem zweiten Stock geworfen, würde ich sagen. Oder er ist selbst gesprungen. Einer der Beamten des Barons. Vielleicht hat er ja was bei sich. Ich hätte was gesehen. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Habt ihr etwas gesehen oder nehmt ihr mich auf den Arm? Scheiße, okay. Hier glänzt so viel, was wir alles mitnehmen könnten. Moment. Na scheiße, wir können uns nirgendwo hochschießen. Ah, da ist hier einer an. Gucken, habe ich was zu werfen? Ich habe was zu werfen. Dann lenke ich den mal da hinten schnell ab. Los, geh hin, du Arsch. Ich hab's kaum wahrgenommen. Du solltest dir das ansehen. Hallo? Ist hier jemand? Da hinten kommt auch noch einer raus. Ah, ich will auch nur zu diesem Buch hier. Nichts. Vielleicht werde ich verrückt. Gut zu hören. Ah, scheiße. Das ist furchtbar. Er ist immer noch hier. Was ist das? Schlüssel zum Maschinenraum. Na, wunderbar. Verstümmelung von Augen, Ohren. Totenliste. Und, so und nein. Dann flitzen wir mal schnell hier rüber. Gut, dann lesen wir mal. Ah, Dokumente. So, sorry, ich setze mich mal kurz anders hin. Toten. Ah, so, Totenliste. Nummer 2188. Ausgestochene Augen. Ein Ohr abgerissen. Todesursache: Schwermut. 2189. Quetschungen am Hals, gebrochene Wirbel. Todesursache: Hängen.
2190, Schädelbruch, Armbrustbolzen. Dobbs, Todesursache Mord. 2191, Schnitt, Wunden am Handgelenk, schwerer Blutverlust. Todesursache, Schwermut. Was ist diese Schwermut? Ich hätte das mal gerne definiert. Gut, okay. Also weiter geht's. Da unten schläft eine Wache. Und ein Geldbörse. So, die Toten werden weitergeschifft. Einer meiner Zähne wackelt. Da muss man zum Zahnarzt gehen. So, dann gehen wir mal. Nein, ich will da nicht reingucken. Ich will das Schloss knacken. Beziehungsweise die Tür aufmachen. Würgemaler am Hals. Eine dilettantische Hinrichtung. Nämlich auch noch was stand. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. So, wenn der Armbrustschütze da wegschaut, schaue ich mal schnell hinter den Tisch. Das ist mir zu riskant. Der schaut immer in unsere Richtung hier. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Dann macht ihr einen bitte. So, jetzt geht er weg. Ist da was? Ja. Noch einer mit Zeichen von Opiaten. Geil. So muss das. Moment, was haben wir? Haben wir jetzt die Tür zugemacht? Okay, den nehmen wir. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Okay. Und eine Geldbörse. Naja, dafür war das Risiko ziemlich hoch, nur für 12 Goldstücke. Der hier ist schon länger als ein Aber wir müssen schauen, wo wir bleiben. Wir müssen uns alles aneignen. So, da ist die Tür, da müssen wir rein. Ich schaue mich mal lieber kurz noch etwas weiter um. Ob hier denn irgendwas ist. Da ist ein Spind, in dem könnten wir uns verstecken. Hier ist was runtergefallen. Können wir da was hochschießen? Seilpfeil? Nee. Doof, aber wir können hier hinten auf den Spind drauf, glaube ich. Okay, eine Schere. Was ist da drin? Ein geheimer Gang, glaube ich. Da schauen wir aber später dann mal rein. Yeah. Ein Flachmann. Und eine Geldbörse. Wunderbar. So muss das sein. Okay, dann hüpfen wir hier runter, machen die Tür auf und gucken, was uns hier erwartet. Auch wenn es der falsche Weg ist, in Anführungszeichen. Aber, aha, was ist das? Geheimgang ist natürlich Geheimgang, ne? Scheiße. Wo ist er? Der Gestank hier ist widerlich. Scheiße. Ich muss die Männer unbedingt daran erinnern, dass Armbrustbolzen Geld kosten. Okay, das war schon wieder ein anderer Weg. Ja, was es hier alles für Wege gibt. Die wohl in den Eintopf werfen. Ein Messer. Okay, ich will mich jetzt aber nicht weiter aufhalten. Ich werde jetzt... Ah, da haben wir vorhin durchgeschaut durch dieses Fenster. Ausblutungen aus Hals. Ich werde mich jetzt aber mal hier nach da oben verflüchtigen. Weil ich habe hier oben was glänzen sehen. Das war genau das hier, ein Zahnrad. Naja, für 3 Gold. Und dann gehen wir jetzt mal dahin, wo wir hin müssen. Und machen mal die Hauptaufgabe da weiter, den Hauptauftrag. Nachdem ich hier durchgeguckt habe. Okay, da ist gar nichts. Hier oben ist auch nichts. Da hinten ist mein kleiner Geheimgang. Neue Karte. Okay, jetzt wirklich... Ah, okay. Da geht's rein. Sorry, Leute, wenn ich euch jetzt irgendwie damit aufhalte, indem ich wirklich die sämtlichen Kleinkram hier angucke. Aber... Jemand war hier drin. Vor kurzem. Aber wir sind natürlich Diebe. Und er hatte leichtere Stiefel als die Wachen. Wir sind natürlich ein Dieb und müssen schauen, wie wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Rätselhafter Brief an Clockwise.
Die Zeit wird knapp und ich muss verschwinden. Hoffentlich erreicht dich dieser Brief. Ich habe etwas Unglaubliches im Tresor der Werkstatt verstaut. Falls meine Theorien korrekt sind, habe ich unserem Freund vielleicht endlich was zum Nachdenken gegeben. Und zwar buchstäblich. Du musst es sicher verwahren. Ich kann das Risiko nicht eingehen, die Tresorkombination niederzuschreiben. Aber falls mir etwas zustößt, solltest du dir die älteren Prototypen ansehen. Vergangene Fehlschläge können trotzdem noch von Nutzen sein. Mechaniker. Okay. Ein Teleskop. Mein Gott. Zur Hölle. Scheißding, willst du mich verarschen jetzt oder was? Fuck. Dreht sich das einfach zu uns? Eine Tresorkombination. Wo finden wir jetzt die Tresorkombination raus? Hier wird es scheinbar nicht sein. Da können wir rausgucken. Aber da ist auch nichts. Können wir vergessen. Was ist da oben? Da oben ist doch was. Oder bin ich da jetzt doof? Du weißt die Tresorkombination natürlich auch nicht. Ah! 3. Die vergangenen Prototypen. Alles klar. Dann suchen wir jetzt mal die anderen Prototypen und machen diese Quest fertig. Diese Nebenaufgabe. Oh mein Gott. Kaffeebohnen kauen. Igitt. Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. So, wo sind denn die anderen Prototypen? Ich weiß nicht, ob hier welche hängen. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Scheiße. Die anderen Prototypen. Denn vergangene Fehlschläge zeigen trotzdem. Könnte trotzdem was sein. Kerosin, was die hier alles haben. Die Straße. Ich muss die Männer unbedingt daran erinnern. Okay, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier sind nur ganz normale. Ganz normale Puppen. Hm. Infizierte Geschwüre. Injektionsmissbrauch. Mondgleich. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das tut weh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, das haben wir überlebt. Ah, warum ist die Tür offen? Ach, jetzt sind wir hier. Ich muss die Männer unbedingt daran erinnern, dass Armbrustbolzen Geld kosten. Bei Roxzen. Okay, aber da unten ist nichts. Wir schnappen jeden Dieb in der Stadt. Okay, gut, der Typ ist weg. Die anderen Prototypen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das jetzt so schaffen werden. Aber zum Glück hat uns noch keiner entdeckt, nicht mal annähernd. Der hier ist schon länger. Nur die Prototypen, die können wir hier jetzt vergessen. Glaube ich. Wir werden jetzt hier in der Nähe keine mehr finden. Deswegen gehen wir einfach mal weiter und merken uns eine 3. So, die Tür machen wir zu. Office. Na, in einem Office mit so einer Tür will ich jetzt nicht unbedingt sein. Waren wir da hinten schon? Was war das gerade? Garrett, warst du das? Mein Gott, hör auf zu atmen. Da erschreckt man sich doch. Ach, Gott sei Dank, dass er der Typ, der geschnarcht hat. Naja. Zeig mir eine geschlossene Tür und ich mach sie auf. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Jetzt wäre ein Schlüssel gut. Und den haben wir zum Glück. Von dem Angestellten. So, was steht da jetzt? Neues Dokument. Lesen wir uns das mal durch.
Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punktes wird bestraft, ohne Ausnahme. Bei Zweifeln den Offizier der Verwaltung aufsuchen, auf direkten Befehl des Diebesfinger-Generals. Okay, dann machen wir die Tür mal wieder zu. Folge dem Weg der Toten. Weiter geht's. Und zwar der einzige Weg, wo es weitergeht. Na, erstmal die Truhe aufmachen. Der einzige Weg, wo es weitergeht, ist hoch. Aber hier haben wir ja schön vier Pfeile, Pfeile, Pfeile. Die Truhe natürlich zumachen. Und dann ab rauf. Na, das sieht aus, ey. Krass. Fliegen hier einfach weiter da lang. Blaue Leichen an Fleischerhaken aufgehangen am Nacken. Werden die hier durchtransportiert. Ah, sieh mal einer an. Goldbesteck. Und suchen. So, jetzt der nächste freie Haken. Ist hier. So, ich lasse mich hier jetzt mal lieber wieder fallen. Das geht schneller. Hallo? Scheiße, ich kann mich nicht fallen lassen. Mist, okay. Na, dann warten wir halt mal, bis diese Sequenz jetzt vorbei ist. Wie hat sie das rausgefunden? Ich hab doch damit gesagt, dass... Für einen Toten ist Cornelius ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen verdammten... Oh! Fallen lassen. Schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Die Flammen laufen euch nicht weg. Scheiße. Feuer, da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Egal, ob ihr reich oder... Was war das denn gerade? Bettler oder Popanz. Ihr werdet alle brennen. Ist der Typ da gerade vom Haken gefallen? Und vor allem, wieso blutet er noch? Ah, eine Videosequenz. Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Diebesfänger General Surf. Da bist du ja. Verzeihung, Sir. Was hatte die Leiche dabei? Nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Nur Respekt. Was zu trinken? Gold. Scheiße, der hat unseren Ring, der Typ. Das ist unser Ring, den wir klauen sollen. Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Ach du Scheiße. Skrupelloser Bastard. Wirf ihn in den Ofen und durchsuch ihn nach Geld. Wozu Bolzen verschwenden? Was ist das denn für ein irrer Typ? Den Toten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustellen. Ja, was fällt dem ein, einfach hier was zu klauen, ey? Was ist denn der für ein Arsch? Die Wette ging darum, dass der General jemanden schlägt, nicht dass er ihn tötet. Doppelt oder nichts. Hoffentlich trifft es nicht.
Der General wollte diesen Ring. Schön. Was war so besonders daran? Fuck, wie komme ich da jetzt lang? Ach, hier hinten durch. Gut. So, wir haben ein Dokument. Was für ein Dokument ist das? Kapitel 2. Durchsuchungsprozedur. Verbliebene Kleidung muss entfernt und gründlich durchsucht werden. Futter überprüfen. Gleiches gilt für Stiefel und Gürtel. Das Innere und etwaige Gürtelschnallen sind zu überprüfen. Wertgegenstände müssen in die Sammlungsablage gelegt werden. Besonders wichtig sind Halsketten, Ohrringe, Uhren, Armreiferringe und dergleichen. Das Mundinnere nicht vergessen. Abschließend Leiche und Kleidung in den Ofen werfen und zum nächsten übergehen. Achtung, jeder wird am Ende seiner Schicht durchsucht. Diebe werden am Hals aufgehängt, bis sie tot sind. Na geil. Trotzdem, ich habe noch nicht viele Leichen mit Ringen gesehen. Hey, meinst du, wir sollten auch nach dem... Weiß schon. Penisring und so... Was? Das ist ein Ring für... Du weißt schon, dein bestes Stück. Nein, nein. Einige Leute haben sowas. Also die Reichen jedenfalls. Wusstest du das nicht? Hilf dir, einen hochzukriegen oder so. Mein Bruder Daniel, er kennt eine Blüte und die sagt, zur Not tut es auch ein geknoteter Schweinedarm. Ich fummel hier am Arsch eines Toten rum und du erzählst mir, dass dein Bruder sich einen Knoten in seinen Schwanz macht? In den Schweinedarm, nicht in seinen... Doch nicht mein Bruder. Er hat das auch nur gehört. Was geht mit dem ab? Ach du Scheiße. Fuck. Alles klar. Da reden sie über Penisringe. Oh, die Nächte in dieser Stadt scheinen ewig zu dauern. Also natürlich die Frage, wie es hier weitergeht. Wie mache ich das am besten? Okay, da ist es falsch, scheinbar. Gehe ich mal weiter, weiter, weiter. Scheiße. Okay, offen. Zu. Offen. Zu. Weiter. So, jetzt können wir uns entscheiden. Wollen wir jetzt hier links durchs Fenster? Oder wollen wir hochgehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das werden wir dann sehen. Ja, das werden wir dann sehen. Und zwar in der nächsten Folge von Let's Play Thief. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist jetzt erstmal das Ende dieser Session. Ob ich dann noch alles weiß, wenn ich das nächste Mal weitermache, was jetzt gerade Sache ist. Ja, das werden wir dann sehen. Bis dahin. In meinen Träumen sehe ich sie sterben. Ich musste nie für etwas bezahlen. Bis jetzt.